Willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow. Ja, ein letztes Kapitel steht uns noch bevor, nachdem wir jetzt hier in Kapitel 13 nochmal auf Claudia. Hieß sie Claudia? Nein, Claudia war die Blonde. Ja, jedenfalls dieses kleine Vampirmädchen getroffen sind. Und wir durften ihr sämtliches Blut aussaugen. Oder mussten es, um sie quasi zu erlösen, und der Gabriel hat das dann quasi gemacht, weil er halt auch erlöst werden will und weil er ihr Schaden getan hat, aber halt dafür gesorgt hat, dass sie halt ein schlechtes Leben jetzt führt, so ein bisschen, ne, hat er sich so gedacht, so, komm, erlösen wir sie mal, ne, und jetzt hat er ihr Blut in sein Blut und hat sein Blut ausgetauscht gegen ihr Blut, das heißt, er wird jetzt zum Vampir und so weiter und so fort, und wir wissen jetzt schon durch das Ende von Castlevania, dass er Dracula wird. Ja, das ist jetzt schon kein Spoiler mehr, das habt ihr selbst gesehen. Gut. Und wir wollen jetzt wissen, was erwartet uns jetzt in Kapitel 14, und darum starten wir jetzt auch einfach mal los. Ja, wir starten los im Dimensionsgefängnis. Ach du heilige Kacke. And so I entered the dimensional rift, seeking the forgotten one. The air was thick with death and decay. Poor Laura had told me that this place was not for humankind. But I Laura hieß es, stimmt. And any vestiges of my humanity were now gone from me entirely. I hungered for revenge. Darkness consumed me. Rage drove me. All those people who had died or suffered at my hand were but a distant memory now. I wanted blood. The demon would feel my wrath this night, would feel the bitter taste of defeat at my hand, and I would crush his soul to dust beneath my feet. The terrible path of my destiny was now laid before me, and with absolute clarity of mind, I walked that path paved with the corpses of my enemies and friends alike, with relish. Na dann, wollen wir mal loslegen. Das klingt doch schon lustig. Das sieht auch schon lustig aus. Düster und verlassen. Und mittendrin wir. Hervorragend, so muss es sein. Also wir jetzt, ja? Dahin. Na gut. Dann, ich will mich bewegen. Ich darf noch nicht. Jetzt aber. Jetzt darf ich. Also durch da. Ist aber ein großer Raum. Ein großer Raum mit viel Nichts drin. Die Musik wird spannender. Oh, nein, eine leuchtende Tür. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Drecksäcke. Die verdammten. Alter. Diese. Die schlagen ein und man ist tot. Wenn man da nicht aufpasst, ist man, ne? Den Tod gänzlich ausgeliefert. Ich will die Szene nicht nochmal sehen. Ich hab die schon gesehen. Vielen Dank. Ich habe leider auch kein Weihwasser mehr, was ich an die gut verwenden könnte, aber ich hätte einen Kristall. Ich glaube, den werden wir auch gleich mal verwenden. In Hoffnung, dass wir den nicht noch gleich gebrauchen werden. Erstmal warten, bis alle gespawnt sind hier. Genau. Kristall in Action! Oh, ohne Zwischenanimation ist ja merkwürdig. Sonst kam ja immer hier die Animation von der Tuse, ne? Also von dieser Dämonentuse da, aber heute irgendwie mal nicht. Interessant. So, und es hat nicht alle ausgelöscht. Ich bin ja irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass hier jetzt immer noch solche Viecher kommen. Die Frage ist halt auch, wie viele von diesen kommen denn jetzt noch? Meine Güte. So viele dürfen hier doch gar nicht mehr kommen. Sind doch Mangelware inzwischen, dadurch, dass der Tod irgendwie tot ist. Glaube zumindest. Jetzt aber. Geht doch. Okay. Hier, du willst einmal das Ding aufziehen. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Zieh und zieh und zieh und zieh. Okay.
ein Stückchen auf. Komme ich da jetzt durch? Ja, so, okay. Ich glaube, er muss erstmal ordentlich kotzen. Leute, was ist denn das? Das ist nicht der Dämon, den wir suchen. Glaube ich. Okay, der Vergessene. Doch, es ist der, den wir suchen. Verdammt. Größe, groß. Nicht riesig, aber groß. Er ist immun gegen alles. Schwierigkeit hoch. Die Bernard-Familie hatte zahlreiche schreckliche Verbrechen zu verantworten. Zumeist handelte es sich dabei um teuflisches Zauberwerk und dämonische Rituale. Das Furchtbarste jedoch war die Beschwörung der Kreatur, die der Vergessene genannt wird, eines bösen Monsters von gewaltiger Macht. Diese Wesenheit herrschte über die Elementarebene der Finsternis und entkam den magischen Fesseln der Bernards alsbald. Schließlich kämpften die drei Gründer der Brüderschaft des Lichts gegen den Dämon und nutzten ihre Kräfte, um ihn auf ewig einzusperren. Zumindest dachten sie das. Nun wartet das Monster ungeduldig auf seine Befreiung. Er picht darauf, sich an der ganzen Menschheit zu rächen. Halleluja! Dem sollen wir jetzt folgen? Ich will das gar nicht. Glaube ich. Oder doch, eigentlich schon. Ich will diesen Deppen in den Arsch treten. Okay. So, laufen und laufen. Oh, drüber. Nein, nein. Okay, dann halt nicht. Dann nochmal das Ganze hier. Moment. Work in progress hier. Hep. Nein, das war zu niedrig gesprungen. Da müssen wir wahrscheinlich doch bis hier hin. Und dann geht's hier ran. Ach du Kacke. Soll mich verstecken, aber einfach runterfallen geht natürlich nicht zum Verstecken. Okay. Ist natürlich schlecht. Ja, kenne ich schon. So, so und nein. Weißt du, es ist aber manchmal einfach da nicht springt, wo er springen soll. Nein, das war die falsche Taste. Das war meine Blödheit, ich gebe es dazu. Alter, Alter, dreh dich doch nicht so früh um. Da wollte er wieder die Kante nicht haben. Naja. Ja, reg dich nicht auf hier, wissen wir doch schon alles. So. Nein, ist zu hoch. Hier müssen wir hin. Geht doch. Nein, wo soll ich mich denn da großartig verstecken? Ich wollte jetzt irgendwie wieder zurückspringen, weißt du, um mich dann hier ranzuhangeln, weil ich ja dann quasi unter ihm bin und er mich nicht so wirklich sieht unter dem Stein und so. Aber, nö. Das war mir jetzt irgendwie nicht gegönnt. Anscheinend. Ja, da wollte ich wieder nicht springen, okay. Also, ihr seht schon, ne? Das wird eine super Folge hier, wenn das so weitergeht. Ja. Du schlägst da rum, weiß ich doch. Okay. Hier rum, vielleicht? Okay, ich war wahrscheinlich zu langsam. Dann halt nochmal. Aber zumindest habe ich jetzt gesehen, dass ich da rumklettern kann. Das kennen wir immer noch.
So. Und nein, okay, dann nicht. Dann jetzt aber. Ja, der Dämon hat mich aufgespürt, ja. So in etwa vielleicht. So ist gut, okay. Hält nach etwas Ausschau. Der Vergessene ist weg. Er sieht auch ziemlich weg aus. Und jetzt können wir einfach weiter, ja? Oder ist es jetzt hier ständig, dass er uns aufspüren will? Ich weiß ja nicht. Ja, genau will ich das auch nicht herausfinden eigentlich. Naja, solange wir hier einigermaßen nach oben kommen, soll es mir recht sein. Und er speichert, Gott sei Dank. Oh nein. Nicht die Lava schon wieder. Das hatten wir auch schon, das Szenario. Das war doch schon furchtbar. So. Muss ich hier... XXXX. Mach schneller, verdammt. Verdammt, mach schneller. Mach schneller. Geht doch. Diese actionreichen Szenen hier. Jetzt kletter da hoch, verdammt. So, hier wird's wieder rum. Hoch. Rüber. Und wieder nach oben. Alter, wer denkt sich immer solche gemeinen Sachen aus? So, hoch. Nochmal. Ah, shit. Da ist er wieder einmal zu viel gesprungen. Weißt du, manchmal springt er nicht und manchmal springt er zu viel. Okay. Aber wir wissen, wo wir ungefähr lang müssen. Dann kann ich nicht überspringen, natürlich nicht. Steigt aber auch schnell ein, meine Güte. Die Kante war jetzt mal wieder nicht verfügbar. Die ist gerade in Wartungsarbeit, darum hat sie nicht funktioniert. Nee, keine Ahnung. Ja, mach hinne, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Die Lava haben wir schon mal gesehen. Oh nein, da ist eine Kante, da kann ich ran. Wieder nicht, was soll das? Ich fühle mich gemobbt. Aber ernsthaft? Kann ich jetzt? Nein, immer noch nicht. Okay. Sowas mag ich ja nicht, ne? Wenn er was machen soll und er macht es einfach nicht. Jetzt macht das. Ich habe nichts anders gemacht, aber... Okay. Fester drücken, fester drücken, fester drücken, fester drücken. Und es ging auch schon schneller. Yay. So, hoch, rüber, hoch, hoch, rum. Jetzt erstmal eine Flasche rum sozusagen, ne? Rum ist manchmal lecker. Besonders so im Winter, weißt du, wenn du Halsschmerzen hast oder sowas, erstmal ein kleines Stückchen rum, nicht zu viel, weißt du, du sollst ja nicht besoffen werden und sowas, ne? Aber hat schon was Feines. Und sorgt für einen freien Hals. Ah, warum? Warum springt er an der Stelle nochmal? Ich habe nicht weiter gedrückt, außer nach unten. Ist das ein Bug oder was soll das sein? Jetzt wieder diese tolle Stelle. Oh, kann danach nicht ein Safe Point kommen? Allein für diesen Sprung? Na, jetzt hat er es wenigstens gemacht. Jetzt mach hier Kette ran, verdammt. Also ganz ausgefeilt scheint das DLC nicht zu sein. Oder es kommt mir nur so vor. Ich weiß es nicht. Erstmal hoch hier. Hoch und hoch. Und, ach ja, jetzt war das mit dem Rum. Genau, da hatten wir gerade das Thema. Lecker Rum. Geht er hoch, verdammt. Oder etwas stimmt mit meinem Controller nicht. Das kann natürlich auch sein.
Ist ja nicht so schlimm, ich habe noch ein paar Ersatzcontroller. So, nochmal hoch. Und jetzt runter. Jetzt springt er nicht, Gott sei Dank. Jetzt hier schnell rüber. Aber vorsichtig. Sieht gut aus. Okay. Ach du Scheiße, steigt das jetzt schnell an, du meine Güte. Ach du Scheiße. Nein! Verdammt! Ich hoffe, es ist da nicht mehr weit. Ach, jetzt geht's auch schon von hier aus los. Na, wenigstens etwas. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.